Vom Exil in Containern zurück durch den Münchner Englischen Garten. So inszeniert das Max-Gymnasium seine Rückkehr in die alte Schule. 4 Jahre lang wurde die saniert. Für den triumphalen Einzug sperrte die Polizei sogar die Leopoldstraße. Das Max ist etwas Besonderes, ein kleines humanistisches Gymnasium. Hier lernt man Altgriechisch. Die Schüler konnten es kaum erwarten, ihre Schule anzuschauen. Was hat sich verändert am alten Gemäuer? Der erste Eindruck von Schülersprecherin Agnes Kohwagner, 15 Jahre, die Fassade ist jetzt heller. Ich fand es vorher schöner. Es war dunkelgelb, es war wirklich warmes Gelb, es war ein Gefühl von Heimkommen, Heimat. Es ist jetzt auch wieder schön tatsächlich, es ist schön, wieder das alte Schulhaus zu sehen. An sich eigentlich ganz positiv. Und dann geht sie zum ersten Mal durch ihre neue alte Schule. Ich finde beinahe am gelungensten das Foyer, wo ich reinkomme, weil es genau einen alten Charme noch hat und trotzdem heller wirkt. Also es hat noch die bunten Fenster, es hat noch genau den gelben Treppenaufgang, es hat noch ganz viel vom alten Max und trotzdem wirkt es moderner. Ganz neu, die Doppelturnhalle, die sieht Agnes zum ersten Mal, im Erdboden versenkt, unter dem Schulhof. Das Max-Gebäude ist 110 Jahre alt, Jugendstil. Solche Lösungen waren nötig, das vereint Denkmalschutz und den Bedarf nach mehr Platz. Im ausgebauten Dachgeschoss der Raum der Schülermitverwaltung. Agnes ist erleichtert. Jetzt endlich heimkommen, endlich wieder ein richtiges Gebäude haben. Wieder den Pausenhof im Brunnen. Ist Heimkommen für mich eindeutig. Schulleitung und Stadtschulrat bei der Besichtigung. Die Sanierung war teuer. 166 Millionen Euro für das Max und das angrenzende Oskar-von-Miller-Gymnasium. Die alten Gebäude hatten Charme, aber Technik und Brandschutz waren komplett veraltet. Das neue Max hat jetzt 12 Klassenzimmer mehr, modern ausgestattete Räume und endlich WLAN im ganzen Haus. Die völlig neuen Fachräume in allen Fachgebieten, ne? Also Physikbereich, Chemiebereich, Biologiebereich, das ist ja alles vollständig neu eingerichtet. Und auch die Klassenzimmer sind jetzt vollständig digitalisiert, das war ja vorher selbstverständlich nicht der Fall. Und das ist schon ein riesen Quantensprung nach vorne, da freuen wir uns sehr. Kleiner Wermutstropfen, die Bauarbeiten sind noch nicht ganz fertig. Gut ein halbes Jahr kann noch Baulärm den Unterricht stören.